Und hier geht es jetzt gleich weiter mit einer weiteren Diskussionsrunde. Ich würde mich freuen, wenn Sie jetzt hier bleiben dafür und die 20, 25 Minuten Zeit hat. Ich möchte Sie jetzt auch nicht mit Zahlen langweilen, aber eins steht schon jetzt zu befürchten. Aus den heute bestehenden Überkapazitäten könnte möglicherweise in 5 Jahren eine Versorgungslücke werden. Das sagen Analysen des BDEW. Und darüber möchte ich reden und auch über das, was der Minister hier gesagt hat, weil die Herren, die jetzt zu mir kommen, die haben dazu definitiv eine Meinung. Und die Dame auch, die ich nicht sehe, aber die hoffentlich auch da ist. Ja, da ist sie, genau. Also ich stelle Ihnen kurz die Gesprächspartner vor und dann kommen Sie geschlossen gerne hier hoch. Die schon angesprochene Professor Dr. Barbara Pretorius ist Professorin für Umwelt und Energie, Ökonomie und Politik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Vor allem macht sie Schlagzeilen in diesen Tagen, weil sie eine der Vorsitzenden der Kommission ist, die auch dankenswerterweise Herr Altmaier kurz wieder Kohlekommission genannt hat. Wir nennen sie mal Strukturwandelkommission. Sie ist da. Zweiter in der Runde ist Stefan Dohler. Der Mann ist unter anderem Diplom-Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik. Hier ist er aber als Vorstandsvorsitzender der EWE AG. Dann dritter in der Runde ist Pekka Lundmark. Er ist Präsident und CEO beim finnischen Energieversorger Fortum. Und er ist sehr sportlich, habe ich gelesen. Er beschäftigt sich mit Joggen, Skilanglauf, Badminton, Golf und Leichtathletik. Der Wahnsinn. Und komplettiert wird die Runde von Dr. Rolf Martin Schmitz. Er ist gebürtiger Mönchengladbacher, vielleicht Borussia-Fan, ich weiß es nicht. Seit Oktober 2016 Vorstandsvorsitzender der RWE AG, das weiß ich zumindest. Kommen Sie vier gerne zu mir. Herzlich willkommen auf der Bühne und Sie bekommen jetzt auch einen Applaus. Genau, die Dame gern an meine Seite. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Jetzt eine der Vorsitzenden der Kommission zu sein, über die so viel geredet wird. Ist das eigentlich nur angenehm oder nervt das schon langsam? Weil Sie werden ja permanent darauf angesprochen, auch jetzt von mir. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Ich finde es eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Insofern kann das nicht nerven. Und ich glaube, wir haben ein großes Programm vor uns. Wir haben es ja gerade schon gehört von Herrn Altmaier. Klare Ziele, klare Aufgaben, die bis zum Jahresende gestemmt werden müssen. Es gibt auch Zwischendeadlines und all diese Aufgaben sind wichtig und ich freue mich sehr darauf. Es sind absolut notwendige Aufgaben, die jetzt endlich auch angegangen werden müssen und bin froh, dass die Kommission jetzt endlich startet. Das ist mal das Allerwichtigste und es hat eine gute Zusammensetzung. Ich freue mich darauf, dass mitgestalten zu können. Und was den Ausstieg aus der Kohle betrifft, da gibt es ja hier sehr, sehr unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Meinungen. Gebe ich Ihre Position komplett falsch wieder, wenn ich sage, so schnell wie möglich raus aus der Kohle? Der Klimaschutz erfordert seine Maßnahmen, das ist klar, aber das ist auch genau das, was die Bundesregierung sagt. Es gibt klare Ziele und klare Vorgaben für die allmähliche Beendigung der Kohleverstromung, das ist klar. Wir haben bis 2030 ein ambitioniertes Ziel, Herr Altmaier hat es gerade schon gesagt, bis dahin wird sich das halbieren müssen und danach muss es für den Klimaschutz in großen Schritten weitergehen. Wann genau und wie genau, das wird Thema sein, was wir in der Kommission besprechen und diskutieren werden, sicherlich kontrovers, da bin ich gespannt, aber ich denke, es gibt viel Wissen, was dafür genutzt werden kann und ich bin optimistisch, dass wir da auch zügig ein Datum dann oder einen Weg, ich würde es eher einen Weg nennen, beschreiben können. Habe ich es verpasst oder haben Sie meine Frage nicht beantwortet? Ein Datum werden wir nennen, das ist der Auftrag, den wir in der Kommission zum Ende der Zeit dann auch erfüllen werden. Ja. Da werden Sie schon erste Notizen gemacht, aber natürlich würde ich gerne auch in die Runde fragen erstmal, was erwarten Sie denn von der Strukturwandelkommission? Kann anfangen, wer möchte, gerne Sie. Gut, ich denke mal, es fiel vorhin das wichtige Wort verantwortlich und gesellschaftlicher Konsens. Ich glaube, einmal ist es wichtig festzuhalten an den Klimazielen, weil am Ende reden wir von der Klimawende, nicht von der Energiewende. Das heißt, da ist ein Beitrag der Kohle und ein schneller Beitrag der Kohle zwingend, sonst kommen wir da nie hin. Wir sehen gerade, was bisher passiert ist oder nicht passiert ist. Andererseits weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wie stark die Kohle in den Regionen, wo sie produziert und auch verstromt wird, bedeutsam ist. Und einfach zu sagen, wir schlagen da eine Axt rein, das geht auch nicht. Ich finde, da muss tatsächlich ein guter Mittelweg hin, ohne das Ziel möglichst schnell, Sie haben es genau richtig gesagt, möglichst schnell, aber verantwortlich schnell passiert. Mit der gesellschaftlichen Akzeptanz ist ja schwierig. Sie haben das angesprochen. Der Radio- und der Fernsehsender, für den ich arbeite, die senden ja für Berlin und Brandenburg. Und in dem Moment, wo ein, ich sag's jetzt etwas platt, Kohlekritiker zu Wort kommt, kriegen wir Applaus von Berlin und die Brandenburger steigen uns in Mails und auf Facebook aufs Dach. Wie kriegen wir das dann im gesellschaftlichen Konsens hin? Und auch in dem Konsens übrigens hier im Saal, da gehen ja die Linien auch klar durch.
Die Strukturwandelkommission hat ja einen Auftrag, der klar definiert worden ist, sich nämlich zunächst mit den Fragen des Strukturwandels zu beschäftigen, um dann zu sagen, was können wir in welchen Zeiträumen, in welchen Regionen erreichen, um das abzufedern. Der zweite Punkt ist, sich Gedanken zu machen um Versorgungssicherheit und um Strompreise. Denn es hängen zwar eine ganze Reihe von Arbeitsplätzen in der Industrie der Energiewirtschaft dran, aber es hängen ungefähr 1 Million Arbeitsplätze bei den energieintensiven Industrien auch dran, die durch zu schnelle Maßnahmen möglicherweise in ihrer Wettbewerbsfähigkeit gefährdet sind. Und dann gibt es eine Resultante aus beiden. Und das ist die Möglichkeit, wie schnell kann ich denn realistisch und verantwortungsvoll unter den gegebenen Rahmenbedingungen aus den ersten zwei Punkten dann aus der Kohle aussteigen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und darum, ich wünsche mir einfach Sachverstand und Realismus, das wäre immer ganz praktisch. Und wenn Sie sich die Liste der Mitglieder der Strukturwandelkommission ansehen, sehen Sie diesen Sachverstand? Also ich habe ja gerade schon viel von unserem Wirtschaftsminister gehört, was ich nicht teile in bestimmten Dingen und da ist der Sachverstand ja gebündelt. Darum glaube ich und hoffe ich, dass dieser Sachverstand sich auch in der Kommission wiederfindet. Wir haben Besuch, ich hatte es ja schon gesagt, aus Finnland. Er trägt keinen Kopfhörer, weil er nebenbei finnische Rockmusik hört, sondern weil irgendwo vorne sitzt eine Dolmetscherin und übersetzt das, was wir sagen. Er wird aber auf Englisch antworten und wir gehen davon aus, dass Sie dem dann alle folgen können, was er auf Englisch sagen wird. Jetzt erstmal, Sie sind zwar auch hier am Markt tätig, schon klar, aber der Blick aus dem Ausland, die Deutschen sagen relativ plötzlich raus aus der Kernenergie, jetzt sagen sie raus aus der Kohle. Wie ist da Ihre Wahrnehmung aus Finnland? Die spinnen die Deutschen? No, I don't think you are crazy at all, but if and I know that I have to be a little bit careful coming in as an outsider now into the German energy debate. What I would say is that we from our point of view would expect from a commission like this is to really take a broad enough view so that you would look at not only Germany but the reality that there is in the neighboring countries as well, and then remembering that this is a much broader question than just electricity. As we all know, electricity is only 20% of the final energy consumption. Heating and cooling is 50%, and transportation is 30%, and everything is affecting everything. And somehow I feel that while we all agree that there is a critical need to reduce emissions as quickly as possible. That is really, really important. But we are all the time in the debate, we are mixing goals and means. And we are representing an opinion that the regulators and authorities should set a very clear and simple framework for emission reductions, like the ETS system in Europe, and then make that tight enough and make sure that the emission quota is reduced so that goals are achieved, and make it in the future broad enough, like in California, where also heating and transportation is part of the trading system. And then after that, simply let the market work. And questions like merit order between coal and gas could, in this type of scenario, be left to the market. Mm-hmm. Hat er recht mit dieser Einschätzung als Außenstehender? Gut analysiert aus Ihrer Sicht. Also ich meine, der energiewirtschaftliche Sachverstand, der trifft sie über alle Ländergrenzen hinweg. Insofern teile ich die Aussagen von Pekka ausdrücklich. Drum tue ich mir das so schwer mit dieser Diskussion um Kohleausstieg etc. Denn wir haben es ja geschafft, durch den Ausstieg aus der Kernenergie, dass bisher ja alle CO2-frei erzeugten Kilowattstunden der Erneuerbaren nur den Ausstieg aus der Kernenergie ermöglicht haben, ohne dass CO2 stark ansteigt. Wir werden in 2023 nach dem Ende des letzten Kernkraftwerkes einen Anstieg der CO2-Emissionen in Deutschland zwangsläufig erleben. Wie schnell das dann runterkommt, hängt allein ab vom Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn jede Kilowattstunde, die dann erneuerbar erzeugt wird, verdrängt eine Kilowattstunde Kohle per Marktmechanismus aus dem Markt. Das heißt, der Ausbaupfad der erneuerbaren Energien bestimmt die Schnelligkeit des Kohleausstiegs, denn eine Zwischeninfrastruktur auf Gasbasis zu bauen, die dann in 10 Jahren überflüssig ist, macht überhaupt keinen Sinn. Sie ist nur teuer und macht keinen Sinn. Und ich glaube, man sollte sich diese Wirkungsmechanismen immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Ist denn, wie groß ist denn Ihre, oder wollten Sie was dazu sagen? Sie können gerne was dazu sagen. Nein, ich würde das auch teilen, richtig analysiert. Wir müssen einfache Regeln haben, wir wollen nochmal eine Klimawende. Und wir sind in Deutschland gut, wir haben erstmal die Erneuerbaren über das EEG als Gigawatt
Ziel definiert. Kernkraftausstieg, ein Teil des Sektors, ein Teil des Kuchens. Jetzt gehen wir auf die Kohle los. Also vielleicht sind wir Deutschen ein bisschen digital und machen immer nur eins nach dem anderen. Aber unter Digitalisierung würde ich was anderes verstehen, nämlich einen Blick aufs Gesamte und die Vernetzung der Dinge. Ich habe Fragen, aber wenn Sie was so sagen wollen, sagen Sie so. Ich möchte ein klein bisschen Wasser in den Wein gießen, und zwar in den Wein des Emissionshandels, der alles lösen wird. Zum einen haben wir weiterhin und immer noch die Situation, dass der Emissionshandel nicht ausreichend Signale sendet. Zum anderen müssen wir uns alle gut überlegen, was wir machen, wenn diese Signale so sind, so preislich, so hoch sind, dass wir dann das Signal bekommen, schaltet mal bitte die Kohlekraftwerke ab. Ich weiß nicht, das wird einerseits ein Problem sein, dann tatsächlich, weil dieses Signal, ich gucke jetzt mal nach Großbritannien, sehr stark kommt und auch sehr massiv. Das muss man sich gut überlegen. Und zum anderen wird es tatsächlich dann auch ein Thema für die Industrie, die energieintensive Industrie und die zugehörigen Strompreise. Das muss man sich anschauen. Ich denke, das nur als eine kleine Anmerkung. Das wird etwas sein, was wir uns anschauen müssen, genauer. Was heißt, aber das muss man sich anschauen? Das heißt auch Emissionshandel und zu warten, dass der Emissionshandel Signale sendet, 30 Euro die Tonne oder Ähnliches, das wird zum einen wahrscheinlich, und das ist der dritte Punkt, zu lange dauern. Und zum anderen kann es auch eine harte Maßnahme sein in Hinsicht auf die Implikationen für die Strompreise. Also Sie befürchten, dass hier der ein oder andere die Augen so lange zumacht, bis der Emissionshandel ihn zwingt? Ich möchte vermeiden, dass auf den Emissionshandel gewartet wird. Ich glaube, wir sollten uns vorher gut überlegen, welchen Instrumentenmix oder welche Maßnahmenmix, das ist ja auch einer der Aufträge für die Kommission, geeignet ist, diese Rückführung der Kohleverstromung, die so oder so kommen muss und kommen wird, so zu machen, dass sie für die Wirtschaft insgesamt am günstigsten ausfällt, unter Berücksichtigung von den wichtigen Nebenbedingungen Versorgungssicherheit, das ist klar, und zum anderen auch, und das kommt auch dazu, Stichwort Konsens in der Gesellschaft, es geht ja hier nicht nur um den Klimaschutz, auch wenn der Grund ist, warum diese Kommission gegründet worden ist und oben steht, es geht auch um die Kumpel in den Regionen und worauf sollen die warten, wenn die ein schwankendes Emissionshandelspreissignal bekommen und dann wird mal hier eine Zeche geschlossen, beziehungsweise Zeche nicht, sondern ein Kraftwerk und ein Tagebau und dann mal dort, weil die wirtschaftlich zusammenbrechen. Ich wäre skeptisch, dass, um es kurz zu machen und zusammenzufassen, ich wäre skeptisch, dass der Emissionshandel das alles so konsensuell und pfleglich und gesellschaftsverträglich löst als alleiniges Instrument. Also wir haben im Moment ja nichts anderes für die Energiewirtschaft, insofern werden wir damit leben müssen. Das ist das einzige europäische Instrument, denn wir müssen in der Energiewirtschaft immer europäisch denken, auch Rückgang der Emissionen europäisch denken, denn sonst nutzt es nichts, wenn wir hier mindern und europäisch an anderen Stellen mehr ausgestoßen wird. Drum sehe ich im Moment... Es gibt aber schon Lösungen für, das ist schon jetzt in den neuen Regelungen für den Emissionshandel geklärt. Eben, drum sind ja da drin auch diese Regelungen und insofern... müssen wir abwarten, was da kommt. Sie werden aber europäisch gerade nichts ändern können. Das würde ich jetzt nicht gerade der Kommission überlassen, da Regelungen zu treffen. Das Zweite ist, wir haben im Verkehrsbereich und im Gebäudebereich überhaupt keine Regelungen. Da wird in Frankreich, gibt es da CO2-Mindestpreise dann in diesen Bereichen. Und man muss sich die Frage stellen, welche Anreizsysteme setze ich denn in diesen Bereichen? Die Energiewirtschaft hat 2017, der Kapfer hat morgen gesagt, geliefert, ganz klar. Alle anderen Bereiche nicht. Das wird auch weiter so sein. Wir werden auch liefern für die Zeit. Ob dieses Liefern, und das ärgert mich immer so, wir wollen ein Ziel minus 61% erreichen in 2030. Ob das mit Kohleausstieg kommt oder ohne, ist völlig unerheblich. Ist völlig unerheblich, welche Kraftwerke dieses Ziel erreichen. Und darum verstehe ich nicht, dass man immer über Kohleausstieg redet, anstatt darüber zu reden, was die Aufgabe der Kommission ist. Minus 61% in 2030. Und das sollte die Leitschnur sein und nicht die Diskussion um Kohleausstieg. Bevor Herr Lundmark gleich was dazu sagt, sagt das aber nicht jeder, den es betrifft? Also warum wird nur über uns geredet? Nee. Ich habe schon den Eindruck, wenn man politische Diskussionen verfolgt. Ich versuche, den Verstand reinzukriegen. Das Ziel dieser Kommission ist zu gewährleisten, dass in der Energiewirtschaft 2030 minus 61% erreicht wird. Das ist das einzige Ziel, was gesetzt ist, was Sinn macht. Alle anderen Ziele sind Unterziele. Wir müssen kostengünstigst das erreichen.
Wie weit dazu ein Kohleausstieg notwendig ist, wird man sehen. Wie weit dazu Versorgungssicherheit und neue Investitionen notwendig sind, wird man sehen. Aber das Ziel ist -61%. Wir wollen Klimaschutz machen. Klimaschutz ist das Ziel. Wenn dazu ein Kohleausstieg notwendig ist, ist das die Resultante, aber nicht die vorgesetzte Bedingung. Jetzt muss dann doch noch mal, es tut mir so leid, jetzt muss doch noch mal Frau Pretorius was dazu sagen können und dann sind Sie wirklich dran, versprochen. Ich habe eigentlich nur eine Rückfrage. Wie denn dann? Ganz einfach. Großer Ausbau der Erneuerbaren, ich habe es eben schon gesagt, und die Kohle wird dann aus dem Markt automatisch gedrängt werden. Insofern wird sich das aus dem System ergeben. Außerdem darf ich bemerken, dass wir zum Beispiel in unserem Unternehmen bis 2030 unsere CO2-Emissionen um 50% senken werden, per ganz normaler Planung. Wir sind eben gar nicht weit auseinander. Darum ärgert mich immer diese Diskussion, als würde nichts passieren. Das stimmt überhaupt nicht. So, jetzt beim auf der Seite die Mikrofone kurz liegen, weil jetzt ist Herr Lundmark dran, also die Seite ist jetzt dran. Yes, if I may still comment the emissions trading, you're absolutely right that it has not been working in an optimal way, but I would like to point out that a trading system like that is delivering whatever it is designed to deliver. So if it is not strong enough, it should be strengthened, and then it will deliver those results. And we have already now seen that when the new ETS directive for the years 21 to 30 has been passed, the ETS, the emission price for one ton of CO2 has tripled from 5 euros to 15 euros. And this is roughly the level where you actually start seeing market-based switching from low-efficiency coal to high-efficiency gas. So there are clearly signs of it starting to deliver. The problem is that if we then put in national measures that address the same scope or the same target that ETS covers, actually we are not reducing emissions because we are not touching the overall emission quota. We are just creating a national system that makes it cheaper to emit in other countries, and this is suboptimal from the whole system point of view. This is the problem with these national measures, and that's why we need to look at the entire geographical scope of the ETS system. Sie und dann Sie. Ich kann da nur zustimmen, es muss abgestimmt werden, das ist vollkommen klar, und ich möchte auch nicht missverstanden werden. Der Emissionshandel sendet wichtige Signale, auch das muss man sich anschauen, vollkommen klar. Wir müssen uns anschauen, wie sich das entwickeln könnte, dafür wird dann das Instrument der Szenarien bemüht in der Regel, und da gibt es ja einiges an vorliegenden Ideen und Szenarien, und das ist genau der Prozess, es soll faktenbasiert geschaut werden. Es geht überhaupt nicht darum, Herr Schmitz, den Kohleausstieg von jetzt auf gleich oder ähnliches, sondern es geht darum, die Klimaschutzziele zu erreichen. Das ist vollkommen richtig, und es soll auf die kostengünstigste und auf eine konsensuelle Weise und unter Mitnahme der Menschen in den Regionen geschehen. Das ist die Aufgabe. Herr Dohlen. Gut, ich würde, nachdem wir jetzt sehr viel über Kohle und Emissionen gesprochen haben, kurz nochmal auf das Thema, was leisten die Erneuerbaren, ja, kommen, wenn ich darf. Ja, das wir können hier die einzelnen Begriffe ausrufen. Wenn ich jetzt sage, jetzt kommen wir auf Gas, dann kriegen wir von woanders Applaus. Genau. Also das funktioniert schon so. Nein, was ich sagen möchte, also EWE steht ja auch für eine Region, wo wir sehr viele Erneuerbare haben. Rein bilanziell haben wir 80% Erneuerbare im System. Wir haben ein Modell mitentwickelt der Spitzenkappung, wo wir über eine netzplanerische Absenkung der maximal verfügbaren Kapazität, dass man sich kann auch 3% der Jahresarbeit wegnehmen, 50% mehr Erneuerbare, die wir ins Netz nehmen können, mit wenig Verlust im Sinne der eingespeisten Energie. Wir probieren Themen aus wie eine Flexibilitätsplattform regional, wo wir die Rolle regionaler Nutzung der Netze maximieren können, wo wir also wirklich weniger Netzausbau, das ersetzt den überhaupt nicht, aber weniger Netzausbau hinbekommen. Unser ganzes Regime, Regulierungsregime ist aber gebaut, großes Kraftwerk, dicke Übertragungsleitungen mit sehr kompetenten Leuten, wie bei 50 Hertz zum Beispiel, die dann eben die Systemverantwortung haben, und dann eine dumme Kupferleitung. Dummerweise verlagert sich gerade die Erzeugung, die Flexibilität, die Daten, die Steuerbarkeit in die dummen Kupferkabel. Und da liegt ein Riesenpotenzial, und da möchte ich eben verwerben, auch in der Regulierung, dafür zu schauen, was brauchen wir für einen Regulierungsrahmen, weil der bisherige Rahmen ist auf was anderes aufgesetzt. Ich glaube, da liegt ein Riesenpotenzial drin, das wir nutzen können. Wir dürfen es heute nicht. Und letzte Bemerkung vielleicht zu dem Thema, welche Rolle spielen dann die Großkraftwerke in Zukunft? Für eine lange Zeit, glaube ich, werden die eine sehr wichtige Rolle auch weiter spielen müssen, im Sinne der Bereitstellung von Reserve. Dann ist es aber nicht zwangsläufig wichtig, dass die sehr viele Stunden mit höchster Effizienz laufen, sondern dass sie da sind, wenn sie gebraucht werden, vielleicht nur ein paar hundert Stunden im Jahr. Und dafür eine komplett neue Infrastruktur nochmal neu hinzubauen, da bin ich bei Herrn Dr. Schmitz,
da muss man sich wirklich mal am Kopf kratzen und sagen, ist das richtig? Aber freuen Sie sich darüber, über diese, wenn diese Reserverolle angesprochen wird? Also wir bieten jetzt an, für die Netzstabilitätsreserve offene Gasturbinen zu bauen. Und wenn ich mal mir die Energiewirtschaft in 30, 35 Jahren anschaue, dann wird das ein System aus möglichst viel CO2-freier Stromerzeugung sein, aus den genannten Quellen. Es wird ein Import sein von synthetischem Brennstoff, der aus regenerativer Energie, wo sie billiger erzeugt werden kann, H2 etc. gebracht werden kann, denn sonst ist der Verkehr hoffnungslos verloren. Das wird nicht nur mit Batterien gehen. Und es wird ein System schnellstartender Gasturbinen sein zur Netzstützung und zur Versorgungssicherheit. Aber den Weg dahin, den müssen wir sorgfältig gehen. Das Endergebnis ist relativ klar. Wir müssen nur überlegen, was wir auf diesem Wege alles leisten können, leisten wollen und was die Gesellschaft zu leisten imstande ist, damit wir auf dem Weg nicht verhungern, um es ganz platt zu sagen. Sind Sie eigentlich heilfroh? Ja, jetzt haben Sie alleine geklatscht, es tat mir jetzt leid. Ja. Aber nur ich habe Sie gesehen, das ist das Gute. Sind Sie eigentlich froh, dass wir von diesem 2020-Ziel weg sind oder haben Sie Sorge, dass das 2030-Ziel dann viel schmerzhafter wird? Also die Energiewirtschaft hat das 2020-Ziel beinahe erreicht, nur die anderen Bereiche nicht, das zeigen die Zahlen eindeutig. Beim 2030er-Ziel habe ich ja klar gesagt, die 61% sind gesetzt, das ist für mich genauso gesetzt. Darauf werden wir hinarbeiten. Es macht natürlich dann einen erheblichen Unterschied, wenn man darauf hinarbeitet, ob man als Rahmenbedingungen setzt, wie es zunächst hieß, 65% Erneuerbare in 2030. Oder ob man sagt, na, ob wir die zusammenkriegen, bleiben wir vielleicht doch besser bei den 55. Das ist natürlich eine Rahmenbedingung, die eine große Rolle spielen kann, denn dann muss die konventionelle Energiewirtschaft mehr erzeugen aus gleicher CO2-Menge. Das ist nicht so ganz einfach. Darum bin ich dankbar, wenn das Gesetz wird, 65% Erneuerbare. Wir werden ja in Kürze auch einer der größten erneuerbaren Konzerne in Europa sein. Insofern trage ich auf beiden Schultern oder nehme auf beiden Schultern mit, was geht. Und daher bin ich auf die Ergebnisse und die Kommissionsarbeit wirklich gespannt. Ja, mal schauen. Sie sind nicht euphorisch, wenn Sie die Kommission sich angucken? Ich war noch nie euphorisch, jedenfalls nicht bei der Arbeit. Ja. Insofern glaube ich, ist da wirklich Euphorie sehr schädlich, benebelt die Sinne. Und die Kommission kann und ist dringend notwendig, weil ich für die Braunkohle eine langfristige Planung brauche, um da auch Planungssicherheit zu bekommen. Es sind zwei Unternehmen in Deutschland, die in der Hauptsache die noch Braunkohle machen. Man sollte sich hinsetzen, versuchen, da gemeinsame Lösungen aufzuzeigen, zu machen und das zu koppeln mit dem Strukturwandel. Das ist das eine. Das zweite ist, da sind die Arbeitsplätze auch drin. Die Steinkohle aber ist ja etwas, was ganz anders steuerbar ist und wo sie dann auch, wie BDW auch aufgezeigt hat, möglicherweise über Stilllegungsausschreiben etc. machen. Eins ist klar, wenn sie früher aussteigen, kostet Geld und das Geld wollen wir haben. Was ich nicht ganz verstehe, Sie investieren ja nochmal in Kohle. Warum eigentlich in Deutschland? Sorry, can you repeat? Ja, ich war irritiert, als ich sah, dass Sie ja, man kann ja sagen, Sie investieren in Kohle in Deutschland. Warum? Well, if you are talking about our investment in Uniper, yeah. It's a much broader question than that about coal. We have shown in the Nordic region that we have successfully pushed out coal from electricity production over the past 10 to 20 years, and we are in full agreement with everybody here who say, including the management of Uniper, that coal condensing is the technology of the past in electricity generation. It's only a matter of how and when it needs to be pushed out from generation mix, and it is not going to be possible for Europe to achieve the ambitious emission reduction targets if we continue to use coal to the extent that we are. Uniper is so much more. 70% of the generation capacity is other things than coal. 50% is gas, and according to our calculations, at least when Germany shuts down nuclear, which is 15% of the generation, and then when we want to reduce and potentially shut down coal, which is 40%, that's 55% will over time need to be replaced by something else. It is very, very difficult to see how that could be achieved without a significant role for gas, which will then also be a platform for green gas through Bio2X in the future, and then, of course, as much renewables as possible. And adding to that, one very important thing when we talk about capacity adequacy and security of supply is the interconnections between the different regions. We are coming from the Nordic region. Uniper is also a player in the Nordic region.
Currently, the interconnections between Nordic and Central Europe is 6,000 megawatts. That will be doubled by the time Germany shuts down nuclear. So these systems will be more and more interconnected, and the assets of Fortum and the assets of Uniper will play an extremely interesting role in this overall transition. This investment is not about coal. Jetzt noch Herr Dohler, und dann habe ich noch zwei Fragen, und dann sind wir auch schon am Ende der Zeit angekommen, wie ich da gerade sehe. Gut, ich würde noch mal kurz das Thema, die Frage, wie viel Erneuerbare brauchen wir und können wir die 65%, die dann angestrebt sind in 2030, das klingt ja immer wie so ein Dogma, können wir die ins System integrieren? Viel das Thema Ausbau der Infrastruktur. Ich glaube, wenn wir das wollen, dann müssen wir sehr vielseitig denken. Wir müssen den Netzausbau machen, ja, auf der Übertragung, aber auch in der Verteilung. Und das Thema Sektorenkopplung ist ein paar Mal leicht angeklungen, aber die Frage, können wir, sagen wir zum Beispiel gerade im Nordwesten, den ganzen Windstrom, der da reinströmt im wahrsten Sinne, in die Netze, können wir den immer ableiten dahin, wo er gebraucht wird, oder können wir da über eine Konvertierung in den Wärmesektor, in Konvertierung über Power-to-X, im Thema große Speicher, mit so einem Brine-for-Power-Projekt sind wir als EWE unterwegs zu schauen, können wir große Speicher für Langfristspeicherung sicherstellen, eben indem man wandelt. Und ich glaube, wenn wir den Aspekt außen vor lassen und sagen, dieses mittlerweile ja wieder, glaube ich, aus der Mode gekommen, all electric, dann können wir sehr viel leisten und können die 65% Erneuerbare mit Sicherheit aus meiner Wahrnehmung sehr sinnvoll nutzen. Eine letzte Frage zur Kommission, und das, was Sie jetzt sagen, müssen Sie dann in der nächsten Sitzung natürlich rechtfertigen. Haben Sie den Eindruck, dass da vor allem nach Kompetenz ausgewählt wurde, oder wurden da verschiedene Lobbygruppen ausgewählt und der Stärkste setzt sich am Ende durch? Ich freue mich, dass es eine kompetente Kommission geworden ist, und hoffe da, dass es auch in der Zusammenarbeit gut klappen wird. Ich bin da einigermaßen optimistisch, dass das auch klappt, und es ist wichtig, dass sie so eine Zusammensetzung hat, weil sie alle mitnimmt. Sie nimmt die Regionen mit, sie nimmt alle Stakeholder mit, alle Menschen und Gruppierungen, die betroffen sind und die auch etwas verändern müssen. Insofern, glaube ich, ist es eine gute Zusammensetzung. So, und die Abschlussfrage geht an jeden in der Runde. Wir fangen bei Ihnen an, Herr Dohler. Angesichts dessen, was wir gerade mit US-Präsident Trump Tag für Tag erleben, wäre es in jedem politischen Bereich sinnvoll, wenn Europa zusammenrücken würde. Wie optimistisch sind Sie alle vier hier in der Runde, dass wir bald eine Energiepolitik in Europa aus einem Guss bekommen? Wir brauchen sie, ich fürchte, aber es wird sie, ETS, schwierig sein, wenn einzelne Staaten immer wieder kurzfristige Interessen voranstellen. Also ich bin da nicht ganz so optimistisch, wie ich gern wäre. I want to be optimistic. That absolutely needs to be the goal, because in all regions of Europe where there has been good cooperation and true market integration, as we have had in the Nordic region, we have seen that how much more cost efficient that has become, and how much faster we have also been able to reduce emissions. So absolutely that needs to be a goal. This is also the goal of the European Commission, and this is really my perhaps final request to also the work here in Germany, is that please, whatever you do here, make sure that it is compatible with the European Union goals, because otherwise the system will get sub-optimized. Ich kann mich dem praktisch nur anschließen. Es macht nur Sinn, die Energiewende europäisch zu denken. Das ist vollkommen klar. Die Frage war aber, für wie realistisch Sie das halten. Es lohnt sich daran zu arbeiten, würde ich sagen. Also realistischerweise gibt es in vielen Ländern Bewegungen in die Richtung. Es ist ja nicht so, dass wir die Einzigen wären, die etwas sowas machen wie Energiewende, auch wenn es zum Teil anders genannt wird. Und es lohnt sich auf alle Fälle, da zusammenzuarbeiten, gerade in den Ländern, die unmittelbar zusammenhängen. Wie schnell das klappt, wir sind dabei, Interkonnektoren auszubauen beispielsweise. Der Energiemarkt wird weiterentwickelt. Die Energiewende-Ziele werden europäisch abgestimmt. Ich glaube, das muss einfach vorangetrieben werden, und das bleibt wichtig. Und das optimistische Schlusswort hat Dr. Schmitz. Ja, ich bin als Rheinländer für Optimismus bekannt. Und insofern, ich glaube, dass es passieren wird, aber nicht aus freiwilligen Stücken, sondern der Druck wird einfach mal größer werden, Dinge zu tun, die man wirklich tun muss. Wir brauchen in überschaubaren Zeitraum einen Ausstieg aus fossilen Energien, einfach weil sie sind endlich auch irgendwann mal, aber das ist jetzt weniger das Begrenzende als das CO2-Phänomen. Und daher ist es gut, Sonne und Wind zu nutzen, da wo man es tun kann. Wir müssen uns nur ein bisschen überlegen, ob die Zeitskalen immer realistisch sind. Wenn ich mit den Grünen diskutiere, sind wir beim Ziel eigentlich nur um 8 Jahre im Zeitrahmen uneinig. Und ich kann nicht verstehen, warum man für 8 Jahre dann diesen Bahai, wie das im Rheinland heißt, macht und viel Geld ausgeben will. Das ist der einzige Unterschied. Das Ziel, und das muss europäisch sein, das muss eigentlich weltweit sein, muss erreicht werden. Viele Länder arbeiten dran, aber muss auch eine Generation einfach kalkulieren.
so etwas zu tun. Wir haben jetzt hier viele Themen nur angeschnitten, aber die Zeit ist uns einfach davongerannt und wir haben schon überzogen. Vielen Dank an Professor Dr. Barbara Pretorius, an Stefan Dohler, an Becca Lundmark und an Dr. Rolf Martin Schmitz. Und jetzt übergebe ich wieder an unseren Chefmoderator und auch der freut sich über einen Applaus an Dirk Manske.